Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Food Diary von mir, das wünscht ihr euch ja immer wieder. Ich hoffe, dass eine kleine Inspiration für euch mit dabei ist. Immer wenn ich dran gedacht habe, habe ich die Kamera geschnappt und habe unser Essen abgefilmt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Heute gibt es bei uns Schmetterlingsnudeln mit Bolognese-Soße. Ihr wisst ja, meine Eltern machen ihre Tomatensoße selbst in Italien mit ihren eigenen Tomaten. Und da decke ich mich an Weihnachten immer ein und nehme mir ein paar Flaschen mit. Ich habe dann natürlich noch Hackfleisch hinzugefügt. Hier habe ich noch einen Fenchelsalat mit Olivenöl, Balsamico, Salz und Pfeffer. Und für zwei meiner Kinder gibt es Hähnchenschlägel. Ich hatte von gestern noch Bolognese-Soße übrig und deshalb habe ich heute eine leckere Lasagne gezaubert. Heute gibt es bei uns als Vorspeise Spinat-Lachsröllchen und danach gegrillten Lachs mit Kartoffeln und mit frisch und selbstgemachten Gurkensalat. Heute gibt es gebackenen Schafskäse und zwar paniere ich mir den immer selbst und dann backe ich den eben in der Pfanne aus. Dann gibt es dazu Feldsalat, Avocado habe ich reingeschnitten, ein halbes Brötchen, ein frisches und Karotten habe ich mir noch geraspelt, ist auch sehr, sehr lecker mit Tomaten und ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren, das ist so, so lecker. Der Alessandro liebt in letzter Zeit meine Orangensaftbowle, deshalb wollte ich sie euch heute auch mal zeigen. Heute gibt es bei uns meinen Kürbis-Hackfleisch-Auflauf mit Schafskäse, den mag ich so, so gerne. Dazu habe ich euch auch schon ein Video gemacht, das kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Könnt ihr mal reinschauen, wenn es euch interessiert, wie ich es gemacht habe. Dazu darf natürlich ein Salat nicht fehlen. Ich habe jetzt Rucola-Salat und Eisberg und ja, ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt schmecken. So, heute gibt es wieder was Vegetarisches und zwar eine selbstgemachte Frittata, so wie sie meine Mama immer macht. Dazu habe ich euch auch ein Video schon hochgeladen. Dann gibt es noch einen gemischten Salat mit Rucola, Radieschen, Eisbergsalat, eine Scheibe frisches Brot und ich schneide euch die Frittata jetzt mal auf, damit ihr das besser sehen könnt. So, wie ihr sehen könnt, da sind jetzt Zwiebeln drin und Zucchini. Ihr könntet natürlich auch Schinken reinschneiden oder frische Champignons zum Beispiel. Für zwischendurch Baguette mit einem ganz leckeren Aufstrich, dazu wird es auch bald ein Video geben. Yay, es ist Sonntag und bei uns gibt es Schweinelämmchen in einer Gorgonzola-Soße. Dazu habe ich frische Champignons und Zwiebeln mit angebraten. Dazu habe ich Bandnudeln und bitte jetzt nicht erschrecken, ich habe ganz viele verschiedene Beilagen, aber wir sind ja auch viele Personen und haben eben verschiedene Geschmäcker. Und zwar habe ich für einen Teil meiner Familie Rotkraut gemacht, die anderen mögen lieber Erbsen und gelbe Rübe-Gemüse. Dann habe ich noch diese Curly Fries gemacht, die auch super lecker sind. Und dann gibt es natürlich wie jeden Tag einen Salat bei mir. Und zwar habe ich jetzt hier Rucola-Salat. Einen gemischten Salat habe ich gemacht mit einem ganz leckeren Dressing und das lassen wir uns jetzt schmecken. So, nachdem mich ganz, ganz viele immer nach meinem Salatdressing fragen, es geht wirklich super einfach, das ist überhaupt kein Hexenspiel, also dazu wird es dann bald auch ein Video geben, beziehungsweise ich erkläre euch das alles mal in einem Video und ja, wie gesagt, geht super einfach und schmeckt so, so lecker. Heute gibt es bei uns Züricher Sahne-Geschnetzeltes. Dazu wird es auch bald ein Video geben, das habe ich mitgefilmt, das hat so, so lecker geschmeckt. Ich habe es mal im Mulex versucht und wie gesagt, das war super lecker, das Video dazu, das wird es bald geben. Dazu habe ich Bandnudeln gemacht und den Salat, den ihr gerade vorhin gesehen habt. Wir lassen es uns jetzt schmecken, würde ich sagen und ja, bis zum nächsten Gericht. Heute gibt es bei uns Chili con Carne und ich liebe diese Wraps. Also das heißt, mein Chili mache ich mir da rein, dann wickel ich das Ganze und mache Käse drüber. Heute habe ich es mal im Mulex versucht, ist auch super gelungen und es schmeckt so, so lecker. Dazu darf natürlich mein Salat nicht fehlen und zwar habe ich Tomaten, Paprika, rote Zwiebeln, kleine Mozzarella, Balsamico und so weiter. Ihr kennt das Spiel dazu gemacht. Hier ist nochmal das Ganze im Überblick und wir lassen es uns jetzt schmecken.